Ja, auf meinem Kanal könnt ihr auch mal vorbeischauen. Mr. Tree Runner. Da laufe ich nur gegen Bäume. Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8. Ich mache einfach spontan mal wieder ein. Zusammen mit einem Freund. Wir werden heute über ein bestimmtes Thema reden, dazu gleich mehr. Erstmal hoffe ich, man kann mich hören und geht es euch gut. Ich hoffe nicht. Nicht jetzt. So, ja, wie gesagt, wir reden heute. Ich bin mal wieder Letzter. Nee, bin ich nicht mal. Wir reden heute mal wieder über ein besonderes Thema. Das heißt besonders, wir reden heute mal über ein Thema. Und zwar. Was reden wir eigentlich? Nein, wir reden. Über die Nintendo Switch habe ich mal mir überlegt. Vor allem, weil der Typ neben mir sich damit überhaupt nicht auskennt. Deshalb reden wir darüber. Was weißt du denn über die Nintendo Switch? Es ist irgendein Nintendo Festival, glaube ich. Und. Okay, stell dich nicht dumm. Nein, es ist halt wirklich so. Ich habe keine Ahnung von Nintendo. Ich bin ein reiner PC-Gamer. Aha. Auf der Suche nach einem lustigen YouTube-Kanal. Aha. Dann schau mal auf meinen Kanal vorbei. Nee, du meinst... Ich weiß, dass dein Kanal schlecht ist, deswegen mache ich das nicht. Ah, ja. Übrigens habe ich gestern ein Spiel gespielt. Ja. Mit meiner mit meiner Schwester. Das ja, okay. Das und auf jeden Fall war meine Aufgabe... Ja. Tue so, als würdest du einen schweren Sack schleppen. Und meine Mutter hat gesagt, das ist nicht authentisch genug und ich soll dazu stöhnen. Und du kannst mal. Und jeder hier wird direkt wissen, wie ich gestöhnt habe. Fabian, wie ich das jetzt ist, man. Wie du das jetzt sagst. Fuck. Ich erkläre. Ich erzähle immer sinnlosen Scheiß. Okay, reden wir jetzt mal über PC-Games. Also, du meinst, du interessierst dich für PC-Games? Ja. Was hast du denn da irgendwie? Fuck. Das Eis dort. Was hast du denn da so für PC-Games, keine, die du gerne spielst? Fractured Space und Dreadnought, aber nur weil ich die gerade eben mal so heute Morgen gedownloadet habe und gedacht habe, ja, okay. Du hast auch Steam. Ja, habe ich. Okay, was sagst du zu Steam? Es gibt sehr viele lustige Spiele auf Steam. Ah ja. So. Was gibt's sonst zu Steam zu sagen? Ach komm, irgendwie. Das ist eine Plattform mit sehr vielen Spielen. Ja, du sagst, du verkackst. Aber wie ihr seht, bin ich natürlich so überhaupt mal gar kein Nintendo-Spieler. Und deswegen verkacke ich. Aber ich verkacke und bin Nintendo-Spieler. Aktuell. Ja, ich spiel zu wenig Mario Kart. Ja, aber du kannst Nintendo-Spieler. Ah, fuck this shit. Fuck this shit about. Ich sehe schon, wir tun immer random im Part aufnehmen, irgendwas labern. Uns ist aber nichts Besseres eingefallen. Die Form ist jetzt fast alle im Ziel. Beziehungsweise ich wollte das. Weil ich bin halt dumm. Ja, das ist klar. Vielleicht reden wir mal über. Ach komm, überholt mich das eigentlich auch noch. Ja. Nee, zum Glück. Über, nicht Nintendo-Plattform-Spiele von Nintendo. Den verreden wir von Mobile Games. Ich weiß nicht. Letztes Jahr ist jetzt schon fast ein Jahr her. Nee, Ende März. Ist jetzt fast ein Jahr her. Es war Kamamitomo an Start, das hast du auch miterlebt. Ja, also du hast mich dazu gezwungen, dieses mit Tomo down zu laden. Ja, auf meinem Kanal könnt ihr auch mal vorbeischauen. Mr. Tree Runner. Da laufe ich nur gegen Bäume. Den habe ich nur aufgegabelt, denke ich mal. Ja, Leute, aber es ist wirklich interessant, gegen den Baum zu rennen. Jetzt ja. Glaubt man immer gar nicht. Aber, also, diese wertvollen Erfahrungen, die ich dabei schon gemacht habe. Ja, verstehe. Hast nein, Spaß. Also, es gibt weder den Kanal tatsächlich, sondern noch renne ich gegen Bäume. Sie müssen nur den Kanal erstellen, das heißt, damit die Leute glauben. Leute, ich wollte eigentlich ja nicht reden. Wie findest du Mario Kart 8? Habe ich jetzt gerade spielen? Ja, keine Ahnung, ich kann's halt nicht. Okay. Sonst wäre schon ganz okay. Weil im März kommt der. April kommt von Nintendo Switch. Mal die Lux raus. Das werde ich ja auch holen. Ach du Scheiße. Du kannst dich mal drauf freuen. Übrigens habe ich dir erzählt, online wird kosten, ne? Bei Nintendo. Allerdings wird online nur 2 Euro im Monat kosten. Wieso hast du immer die guten Items? Hallo, ich bin jetzt schon ewig 12 da und. Letzte Mal hattest du die Rakete. Wenn du dich so erinnerst. Nee, tue ich nicht. Ich kann dich ganz später in der Aufnahme zeigen, ich habe es aufgezeichnet. Tja. Wir dürfen übrigens nicht in Pausen reinreden.
weil alles, was in Pausen kommt, also nach Beendigung des Tracks bis die nächste Tracks beginnt, schneidet es immer raus. Zum Beispiel bis Zeit. Während sich Leute die Corncrafter anschauen, immer aufregen, dass Corncrafter ans wuchteligster Video schneidet und Corncrafter dann immer sagt, dass sie da YouTuber-Videos schneidet, muss ich dem zustimmen, weil sogar ich schneide meine Videos. Ich bin so ein kleiner Fuzzi. Aber er macht halt schlecht und die meisten anderen Leute nicht. Naja, das stimmt nicht so. Ich schneide, naja, ja, nicht so gut. Du schneidest extrem viel. Ja, das stimmt, du schneidest nicht so gut. Das heißt, du schneidest einfach nur schlecht. Naja, ich schneide jetzt, ich hab jetzt, naja, ich schneide nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht sehr gut. Es gibt halt bei Let's Plays nicht viel zu schneiden. Doch, bei Resident Evil kannst du die Stellen, die nicht für Leute unter 6 Jahre zugelassen sind, rausschneiden. Ja, wozu bitte schön? Das Video wurde von YouTube... Dann würde aber das Let's Play an sich gar nicht mehr existieren, weil... Nee, schau mal, es ist so, bei YouTube ist es so, und das finde ich derbe, aber das ist so, wenn ein Video, das haben die jetzt eingeführt, und ich finde es richtig kacke, wenn Videos Inhalt FSK 18 ist, dann hat man die Möglichkeit, entweder eine Warnung vor das Video zu setzen, dass das FSK 18 ist, andernfalls geht das Video erst ab 18 frachkommen. Das war so knapp, Alter. So knapp. Aber ich wäre 12. Andernfalls wird das Video... Und zwar mit Abstand. Schau mal, wie... Hallo. Schau mal, wie weit hinten ich bin. Hier, wir sehen's. Ja. Oh mein Gott. Ich bin talentiert, junger Mann. Also, das ist jedenfalls in Neudenk bei YouTube so. Die Videos werden... FSK 18 Videos, muss man entweder eine Warnung davor setzen... Wenn er nicht so ist, wird YouTube die erst freigeben ab 18. So, wir haben uns in der Pause über Genitalien zerstritten und deswegen haben wir jetzt beschlossen, unsere Freundschaft zu beenden. Alles klar. Das war mal ein geiler Übergang. Ich habe schon wieder den Superstart nicht geschafft. Ich so, habe den noch nie geschafft. Wie gesagt, die Folge ist random und abnormal unkomisch und unlogisch, weil wir irgendeinen Scheiß labern. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Trends auf YouTube Deutschland anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich 90% davon nur Scheiße ist. Dementsprechend könnte genauso gut unseres auf dem Trend sein. Ja, machen. Lass doch einfach also behaupten, das hier wäre voll der Trend und dann schauen sich das ein paar Millionen Leute an und dann sind alle glücklich. So. Okay, dieser rote Panzer ist an mir vorbei. Getrust, wie auch immer. Das geht. Ja, ist okay. Junger Mann, jetzt beschwere dich nicht. Hallo, ich bin zu dumm, wegen diesem blöden Item irgendwas Gescheites hinzukriegen. Alles klar. So, auf jeden Fall, ach fuck, da ist sowas. Wetten, dass es Mikrofon ist kaputt ist und das einfach nichts aufnimmt, was wie Mikrofon ist kaputt? Nein, ist das da beim Mikrofon, was falsch eingestellt habe und wir uns einfach das nicht aufnimmt, was wir reden. Das wäre so lustig. Mist. Ja. Ah, komm! Welches Mutter? Vor allem, ich fahr komplett langsam in eine Banane rein. Übrigens kann man den Typen neben mir schon kennen. Der sagt, der Nintendo nicht so mag, das CS1 Kapitel ist verkommen. Aber der Super Mario Galaxy 2 spielt oder beziehungsweise spielen wird. Wenn wir das dann später Let's Play. Korrekt. Und ja, ich habe jetzt bekannt gegeben, was ich, weiß nicht, demnächst mal als Projekt bringen werde, wolle. Er möchte, tue, wolle das bringen. Und tatsächlich spielen wir jetzt aber nur ich, weil er ist halt zu faul. Übrigens seht, ich spiele auch gerade mit der linken Hälfte. Hallo, ich bin der David und ich bin zu faul. Alles klar. Das war gerade so, hallo Patrick. Nee, aus dem... Patrick. Aus der fuck. Andererseits muss man sagen, hier ist gar nicht Patrick und deswegen Nee. Vor allem, ich bin 12. und trifft der Blitz. So, wenn ihr das seht, liebe Leute, den Blitz trifft jeder, bis auf den, der ihn ausgesendet hat. So, falls ihr das heute seht, am Tag des Uploads... Aber dich hat er nicht getroffen. Doch, ich war nur in der Ecke. Also, falls ihr das am Tag des Uploads seht, liebe Leute, dann kommt irgendwann heute Abend, die Zeit wisst ihr, weiß ich noch nicht, der erste Part von Yoshi's Wally World, das wird ein neues Projekt. Yoshi! Das Projekt ist hammersüß. Und ja, es kam jetzt erst die 3DS-Version von dem Game raus, diese besitze ich aber nicht, weil ich keine 3DS-Capsa-Card besitze. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, einfach die Wii-Version aufzunehmen, die älter ist, aber auch cool ist und ich noch nie gespielt habe. Und das trotzdem seit Release in meinem Regal stehen habe. Du bist leicht dumm. Doch, ich habe sowas mal gespielt gehabt, fällt mir gerade ein. So, es kann nur noch 9. Platz werden. Und das werde ich jetzt und du wirst vielleicht noch 11. Nee. Oh Gott, hol mir bitte mal an. Das ist jetzt noch krasser. Da bist du, da ist der Letzte.
Ich bin talentiert. Sehr talentiert. So. Aber gut, ich bin absichtlich auf dem Grünen gefahren. So neben der Strecke, weil keine Ahnung, Hobbys. Bis gleich. So Leute, ne, was geht ab? Ein neuer Versuch, einen Superstart durchzuführen, der mal wieder nicht klappen wird. Ja, also, über was reden wir jetzt weiter sinnlos? Reden wir mal über verfickte YouTuber. Ich sag das ein Beispiel, Bibis Beauty Palace, das war erst krank, hast mitbekommen. Ich weiß nicht, du hast kein Twitter, als wir es nicht mitbekommen haben, vor zwei Tagen, hatte die Bibi Geburtstag und die hat einen Hashtag auf die Beine gestellt, Hashtag Happy Birthday, und bei Birthday hat sie das TH umgetauscht. Also falsch geschrieben. Spannend. Und so wurde ein falscher Hashtag, Trend. Ja, dumme YouTuber, konnte ein neues Format werden. 10 dummsten YouTuber. Nachdem es schon die 10 schlechtesten YouTuber gibt, Alter, das wäre echt ein cooles Format. Vor allem... Ich könnte damit bekannt werden, wenn ich nicht ein Nintendo-Let's Player wäre. Siehst du, du hast einfach die falsche Branche gewählt. Naja, sorry mal, ich wuchtel an wie Nintendo oder Random Kai oder wen geweiht, sag mich tot. Ist 5 an der Hand, die wirklich erfolgreich sind mit dem Kack. Nee, was machst du nur, was mir Spaß macht? So. Ja, let's play doch mal PC-Games. Ich habe ihm. Hallo? Hi. Ich habe ihm auch vorgeschlagen, dass er mal Dreadnought let's playt. Dragon, ne? Alles Dreadnought. Dreadnought, okay. Frei ja, übersetzt furchtlos, weil, keine Ahnung, ist halt ein ziemlich gutes Game. Und das könnte ich jetzt es macht nicht. Ziemlich Spaß und okay. Er kennt es halt nicht. Okay, ich muss weiter. Und deswegen kann ich ihn nerven, Fünfter. Weil ich voll der Pro bin. Fünfter. Andererseits muss ich sagen, ich habe die Fulgura. Also. Achter. Von High End. Du musst weiten auf den Achten runter. Wie unterwürdig ist denn das? Ja, keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit Zwölfter. Beruhig dich. Ja, ich weiß, du bist Zehnter. Schau, ich bin jetzt in der dritten Runde. Ja, fuck. Ich kann's gerade nicht. Du überholst mich gleich. Vor allem, wir sind einfach die absolut schlechtesten. Und nee, ich war kurz halt mal weiter. Ja, toll. Aber nur weil du einen Superstart kannst. Ich hab nie einen Superstart hingekriegt. Ich mach alles richtig. Die anderen sind jetzt mal alle im Ziel. Fuck. Ja, mein, ich halt nicht warte. Warte vorm Ziel. Warte. Oh. Neunter. Wie schafft es eigentlich, Zehnter zu werden? Oh Gott, die anderen sind noch weiter hinter dir. Und zwar deftig. Da hattest du einfach nur Glück. Ja. Weil genial. Das ist nämlich die Begründung für alles, Leute. Merkt euch. Ach so, und wenn ihr noch nicht vor alt seid, dann habt ihr das nicht von mir. So. Auf ins letzte Rennen schon für heute. Dann ist dieser Horror, den ich gleich zusammenschneiden werde, während du irgendwas anderes spielst, auch vorbei. Ja, also. Falls ihr es nicht mehr gescheit mitgehört habt. Merkt euch. Genital ist... Oh, das wird mir jetzt so doof. So, Leute, wir reden jetzt so über ein ganz geiles Thema. Und zwar... Hey, das ist Content für kleine Kinder. Achso, du kennst doch die Fabric, gab dir was Neues ein. Du kennst NES Classic Mini, ne? Die kann man jetzt hacken. Das ist ein Hack rausgekommen. Also, natürlich nicht Nintendo. Aber mit dem Hack kann man 600 weitere NES-Spiele auf diese Konsole laden. Und das geht tons easy. Wer ist nicht so einer, der gern die Garantie für die an aktuell am meisten gehypte und am meisten gesuchte Konsole haben möchte, hättest mir diesen Hack schon längst geholt. Aber da es die Konsole aktuell nicht zu kaufen gibt und ich meine Garantie dafür nicht verlieren möchte, der es mir diesen Hack nicht holen. Oh, was sagst du zu dem Hack? Was? Ich naja, hab nicht zugehört. Alles klar. Du kannst ja NES Classic Mini, ne, 30 Spiele sind drauf installiert. Ich bin einfach mal über die Startlinie geflogen. So, ne? Und du hast mich gerade überholt. Korrekt. So, jetzt habe ich es noch gerade. Auf jeden Fall, NES Classic Mini, ne, da sind 30 Spiele drauf. Und da gibt es einen Hack. Mit dem Hack kann man da 600 weitere Spiele drauf befördern. ROMs. Die ist natürlich illegal. Außer man tut die ROMs selbst einlesen. Dies ist aber BÄM, Digga! Eine Sache, die ja sehr aufwendig ist. Was hältst du davon? Aha. Was soll ich da sonst noch zu sagen? Außerdem, aha, Digga. Ja, ich hab den Kack verkackt.
Ja, Digga. Eindeutig. Wir fangen jetzt das Kochen an. Simsalabim. Was? Ja, lass einen Koch-Channel öffnen. Klar, machen wir. Bibis Kochkünste. Bibische Kochkünste. Ja, klar. Ah, fuck. Ich hab das Mikro aufgestellt und liege jetzt in der Wiese. Bibische Kochkünste, alles klar. Diesmal werde ich letzter. Wie das? Ja, weil du auch der besser bist wie ich, weil ich mein Mikro aufgestellt habe und mir das in der Wiese gelandet bin. So. Ach so, das mit der Wiese war ernst gemeint. Ja, das war kein Kack. Bitte bleib mal kurz stehen. Ja, ich bleib kurz vor dem Ziel stehen. Danke, Ozeal von dir. Das machst du nicht, ne? Ich hätte es fast gemacht, aber ich hab's nicht. Als ob, ich bin nicht mal letzter. Es gibt neun Spieler, ist ja lustig. So, mit den Worten, ich verabschiede mich von Horror. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao.